Hallo zusammen, heute möchte ich euch zwei Reiseziele in einem vorstellen, die wahrscheinlich weniger bekannt sind, nämlich Wiehr und Garnbach. Warum gerade diese beiden? Und zwar sind sie gut geeignet, um mal rauszukommen und zu entschleunigen, freundliche Menschen zu treffen. Es gibt hier einige Sehenswürdigkeiten zu besuchen und Möglichkeiten, ein bisschen rauszukommen in die Natur. Wir haben hier mehr Infrastruktur, als auf den ersten Blick zu sehen sind. Es gibt ein paar alte, interessante Gemäuer zu besichtigen, hübsche Gassen und einiges mehr, wie ihr dann hier erfahren werdet. Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen, aber vergewissert euch am besten selbst, bevor ihr die Reise antretet und plant. Wir liegt ganz nah an der Grenze zu Sachsen-Anhalt im Unstruttal, so nah, dass die Grenze 800 Meter östlich von Wiehr verläuft. Hier einmal ein paar alte Aufnahmen von Wiehr. Ganz markant ist der Kirchturm, der die meisten anderen Gebäude der kleinen Stadt überragt. Und Wiehr selbst ist schon 1200 Jahre alt. Wiehr feierte Wiehr nämlich genau dieses Jubiläum. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern. Ich war zu dem Zeitpunkt ein kleines Kind. Und ich habe mich entschlossen, euch hier einen Kleinstadtrundgang einmal vorzustellen, in dem ihr die schönen Punkte von Wiehr kennenlernen könnt. Wir starten den Rundgang beim Rathaus und dem Leopold-von-Ranke-Denkmal, gehen weiter zur St. Ursula-Kirche am Alten Friedhof, eine Fahrradfahrerkirche, und gehen dann ein Stückchen zurück Richtung Schlossteich, kommen an einer kleinen netten Gasse vorbei, gehen hoch zum Schloss, besichtigen ein paar Überbleibsel der Stadtmauer, der alten Stadtmauer von Wiehr, und gehen dann zur St. Bartholomäus-Kirche und beenden den Rundgang in der Schulgasse, die sich quasi zwischen der Kirche und dem Rathaus parallel zur Leopold-von-Ranke-Straße befindet. Leopold von Ranke ist einer der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft, die versucht, möglichst objektiv zu berichten, was gewesen ist. Das Denkmal, was wir neben dem Rathaus finden, wurde 1896 durch den Bildhauer Friedrich Draake errichtet. Nachdem wir uns also das Ranke-Denkmal angeschaut haben, gehen wir weiter zur Radwegekirche des Saale-Unstrut-Radwegs St. Ursula beim sogenannten Alten Friedhof. Dieser enthält zum Beispiel auch das Familiengrab der thüringischen Uradelsfamilie von Werthern, deren Stammreihe bereits im 14. Jahrhundert beginnt. Die Kirche wurde 1750 nach dem Großbrand von 1659 neu aufgebaut und ist als Radwegekirche von Ostern bis Reformationstag täglich geöffnet. Der älteste Teil des Gebäudes ist sogar noch von 1250 etwa und auch die Decke ist das Original von 1742. Wir gehen also zurück Richtung Schlossteich und finden unterwegs eine ganz süße, ein bisschen zugewachsene Gasse. Der Schlossteich von Wiehr ist zweigeteilt und hier gab es schon seit ich denken kann immer Wasservögel. Im Hintergrund ist die Quelle zu sehen. Der Schlossteich versorgte die alte Mühle seiner Zeit mit Wasser. Rechts vom Schlossteich führen Treppen und Wege hoch zum Schloss, das früher der Familie von Werthern gehört hat. Das Schloss wurde 1664 bis 66 in den Grundzügen errichtet und das geschah auch hier wiederum nach dem Großbrand in Wiehr von 1659. Das Schloss kann nach vorheriger Vereinbarung bei der Stadtverwaltung besichtigt werden. Die Telefonnummer werde ich dementsprechend hier in der Beschreibung angeben.
Weiterhin ist das Schloss auch verfügbar zum Anmieten für Festlichkeiten wie zum Beispiel Feiern und Hochzeiten. Nach dem Schloss geht es weiter die Auffahrt hinab zum Haupttor des Schlosses und von dort aus ist bereits einer der übergebliebenen Festungstürme der alten Stadtmauer zu sehen. Wenn man das Gässchen an der Stadtmauer entlang läuft, gerät man zu einem weiteren Abschnitt des Überbleibsels einer Stadtmauer und wenn man dorthin durchgeht, die Treppen nach oben steigt, kann man auch noch mal ganz schön einen weiteren Turm der Stadtmauerreste sehen. Auf dem Weg zur St. Bartholomäuskirche tut sich eine weitere nette Gasse auf und auch hier ein weiterer romantisch zugewachsener Lost Place. Die St. Bartholomäuskirche wurde 1670 erbaut. Sie weist in ihrem Innern zahlreiche wertvolle Ausstattungen aus, unter anderem zum Beispiel ein ottonischer Opferstock, der noch aus der ersten Kirche aus dem Ort vorzufinden ist. Hier zu sehen auch die Patronatsloge der von Werthern neben dem Altar. Otto der Erste verstarb in Memleben, einer Ortschaft in der Nähe von Wiehe. Und meine Recherchen haben ergeben, dass die ottonische Zeit 1024 endete, also vor 1000 Jahren, was eine sehr imposante Zahl ist. Ich hatte einmal das absolute Privileg, den Schlüssel zum Kirchturm der St. Bartholomäuskirche zu bekommen und die Glocken besuchen zu können. Von oben war jedoch nicht unbedingt einen Ausblick zu genießen, sondern einfach der Kirchturm an sich. Die Glocken läuten 18 Uhr und es gibt 4 an der Zahl. Die älteren Glocken sind von 1660 und 1668 und 1925 kamen 2 weitere hinzu. Hinter der Kirche befindet sich die Schulgasse mit dem dortigen Heimatmuseum, in das auch das Ranke-Museum Einzug halten wird im Verlaufe dieses Jahres. Die Gasse an sich ist sehr hübsch anzusehen und auch ohne den Besuch der Museen absolut besuchenswert. Weiterhin gibt es in Wiehe ein Schwimmbad, das Familienbad Hohe Schrecke, ein Eiscafé zur alten Teichmühle, das bis Ende Oktober geöffnet ist. Wann es aufmacht, kann ich leider nicht sagen. Und es gibt außerdem die Modellbahn in Wiehe, die ich hier auch kurz erwähnt haben will. Es war zwischenzeitlich nicht ganz klar, ob sie weiter besteht, aber es scheint jetzt ein neuer Investor gefunden zu sein. Die Modellbahn in Wiehe beinhaltet die weltgrößte Ganzjahresschau von Modellbahnen. In der Nähe von Wiehe gibt es weitere Möglichkeiten, Spaziergänge und kleine Wanderungen zu machen in die Ausläufer der Hohen Schrecke. Die Bezeichnung Hohe Schrecke ist wohl herausgegangen aus dem Namen Hohe Schräge und sie ist Teil eines großen Naturschutzgebietes, nämlich des größten in Thüringen. Bis 1992 war die Hohe Schrecke Militärfläche und daher ist sie auch nicht so sehr bekannt. Im Naturschutzgebiet der Hohen Schrecke stehen bis zu 250 Jahre alte Buchen und auch hier wurde ein ausgestorben geglaubter kleiner Käfer gefunden, der nämlich alleinig in alten Baumbeständen leben kann. Verpflegung und Übernachtung bietet das Gasthaus zur Tanne an. Dieses ist nur ein Anruf entfernt. Die Zimmer sind nicht mehr ganz aktuell, aber makellos sauber, das kann ich euch absolut versichern. Weiterhin gibt es einen wunderbaren Ausblick aus dem Dachgeschoss. Die Pension am Schlossteich bietet ebenfalls Zimmer an, ohne Frühstück, jedoch mit voll eingerichteter Küche. In einer ganz tollen Lage, liebevoll eingerichteten Zimmern und einem wundervollen Ausblick auf den Platz neben dem Rathaus, nebst Ranke-Denkmal.
Hier kann man auch im Trockenen sitzen, wenn es von oben etwas nasser kommt. Und hier noch einmal die voll ausgestattete Küche, die keinen Wunsch offen lässt. Weiterhin gibt es die Pilgerherberge in Wir im Pfarrhaus, das Unterkunft anbietet für radfahrende Pilger oder andere. Es gibt außerdem die Ferienwohnung Wilke für bis zu 4 Personen und weitere infrastrukturelle Angebote wie Bäcker, Döner, Apotheke, Fleischer, Drogerie, ein Fahrradladen, Post und Supermärkte am jeweiligen Ende der Stadt. Weiterhin hat die Sparkasse eine Filiale im Zentrum. Es gibt eine Tankstelle und mindestens 2 Spielplätze sowie einen Stadtpark für Veranstaltungen. Wir begeben uns nach Garnbach in das nahegelegene Örtchen mit etwa 100 Einwohnern. Dort steht die Nikolaikirche aus dem 18. Jahrhundert. 2022 wurde die Sanierung der Kirche nach gut 25 Jahren beendet. Die Kirchenglocken läuten in Garnbach schon um 17 Uhr. Das heißt, falls ihr das einmal miterleben wollt, könnt ihr das dementsprechend eintakten. Weiterhin hat ein Holzkünstler ein Atelier in Garnbach und bietet Kettensägeschnitzkurse an, auch für Einsteiger. Weitere Angebote sind der Familienwanderweg zum Burg Rabenswald aus dem 13. Jahrhundert. Die Burg an sich ist allerdings nur knapp 100 Jahre alt geworden und wurde dann zerstört. Weiterhin gibt es den Garnbacher Skulpturenweg. Und wer nach den Ausflügen unterkommen möchte, kann dies tun im Garnbacher Hof, der 4 Bungalows und 7 Ferienwohnungen anbietet, sowie auch Einzelzimmer. Auch ein ganzes Ferienhaus kann gemietet werden, nämlich das Haus 13. Der Garnbacher Hof bietet Pool, Sauna und Ladestation für Elektroautos. Weiterhin gibt es die Pension zum fröhlichen Wanderer, die auch eine Grillhütte und Pool anbietet. In Garnbach gibt es die Gaststätte zum fröhlichen Wanderer. Achtet auch hier unbedingt auf die Öffnungszeiten der Gaststätte. In der Umgebung von Wir gibt es die Bockwindmühle. Sie steht im 4,1 Kilometer entfernten Langenroder und ist die letzte erhaltene Windmühle dieses Typs. Die Burg Wendelstein ist 5,6 Kilometer entfernt, also 21 Minuten mit dem Fahrrad bzw. 10 Minuten mit dem Auto, ist seit 1998 nach Versteigerung in Privatbesitz übergegangen und privat bewohnt. Die Ruinen an sich können noch besichtigt werden und stammen aus dem 17. Jahrhundert. Dahin gibt es den Erlebnistierpark Memleben, der 10 Minuten mit dem Auto entfernt ist bzw. 30 Minuten mit dem Fahrrad. Gleich gegenüber befindet sich das Kloster Memleben, wo auch Heinrich I. und Otto I. verstorben sind. Ein Highlight der Hohen Schrecke ist die Hängeseilbrücke, die 13,1 Kilometer entfernt ist von Wir. Sie führt über das Bärental und ist eine 180 Meter lange Stahl- und Holzkonstruktion. Sie ragt bis zu 23 Meter hoch über das Bärental. Die Arche Neba befindet sich in der Nähe des Fundortes der Himmelsscheibe, die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Darstellung des Kosmos. Sie ist etwa 3600 Jahre alt und wird derzeit in Halle ausgestellt. Die Arche an sich bietet eine 24-minütige Planetariumsshow und eine interessante interaktive und mediale Ausstellung. Das Interessante an der Himmelsscheibe ist, dass sie aus der mittleren Bronzezeit stammt und eine Art Sonnen- bzw. Mondkalender darstellt, der dem Bauern hilft zu wissen, wann er aussehen und wieder ernten muss. Wer sich nach dem Besuch der Arche stärken möchte, kann dies im Waldschlösschen tun. Ein gemütliches Restaurant ist dort vorzufinden und es bietet auch Unterkunft an. Weiterhin befindet sich das Panoramamuseum, das ein 14 Meter hohes und 123 Meter langes Gemälde darstellt. Sogenannte Bauernkriegspanorama in Frankenhausen. Frankenhausen liegt 27,4 Kilometer entfernt, das entspricht etwa 34 Minuten Fahrzeit mit dem Auto von Wir aus. Weiterhin gibt es das Sonnenobservatorium in Goseck, das etwa 40 Kilometer entfernt von Wir liegt, also 37 bis 40 Minuten mit dem Auto. Das Sonnenobservatorium ist eine etwa 7000 Jahre alte erhaltene Kreisgrabenanlage. Das Kyffhäuser-Denkmal ist etwa 50 Minuten Autofahrt entfernt, also 44 Kilometer von Wir aus gesehen, wurde 1896 errichtet als Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm. Es zeigt ein Reiterstandbild vom Kaiser sowie auch eine Statue in Fels gehauen von Friedrich I., sogenannten Barbarossa.
Wir an sich kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, ist jedoch nicht direkt an eine Bahnstation angeschlossen. Ab Berlin über Erfurt und Heldrungen, die letzte Strecke mit dem Bus, dauert etwa 4 Stunden und 10 Minuten, im Gegensatz zu 3 Stunden mit dem Auto, also nicht so sehr viel länger, wenn man zum Beispiel in Betracht zieht, dass man unterwegs vielleicht auch eine Pause einlegt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Von München aus wären das 5,5 Stunden, etwas mehr als eine Stunde länger, als man mit dem Auto benötigen würde. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und informativ und würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen, sowie auch über ein Abo, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.